Willkommen bei Kochen mit Mutti. Heute ist einer dieser Tage, wo wenig Zeit zum Kochen ist, keine Zeit zum Einkaufen war und ich irgendwas zaubern muss für mich ganz allein. Ich zeige euch heute, was ich dann gerne mache. Das sind Spaghetti Aglio e Olio. Die esse ich sehr gerne. Und ich habe mir eine Express-Variante angeeignet für solche Tage. Ganz einfach. Ich mache mal den Herd an. Eine Pfanne. Und auf jeden Fall Knoblauch und Öl. Völlig klar. Mutti hat Knoblauch und Öl immer vorrätig, weil ich mir ja dieses Knoblauchöl mache, was ich euch im anderen Video schon mal gezeigt habe. Davon natürlich darf es jetzt ordentlich sein. Ich nehme mal so einen Esslöffel, wo auch schön Knoblauch mit drin ist. Daher der Name. Also das darf nach Knoblauch schmecken. Das wird jetzt gleich hier anfangen zu brutzeln. Nicht braun werden lassen, den Knoblauch, aber er darf ein kleines bisschen anbrutzeln. Jetzt lassen wir das ein wenig brutzeln, aber nicht braun werden. Kleinen Moment. Ich zeige euch mal, was ich noch brauche. Spaghetti natürlich. Ich habe mir angewöhnt, das einfach so mit den Fingern abzumessen, eine Portion. Ihr kennt sicherlich den Trick mit diesen Nudellöffeln. Da ist hier ein Loch drin. Ungefähr das ist eine Portion, die Nudeln, die Spaghetti, die da durchpassen. Ich habe es inzwischen so oft gemacht, dass ich das einfach mit den Fingern abmesse. Für die Schärfe nehme ich getrocknete Chili-Ringe, die habe ich immer da. Ihr könnt natürlich frische Peperoni schneiden oder was auch immer. Aber ich muss ja jetzt auf irgendwas zurückgreifen, was ich zu Hause habe. Dafür sind die da. Nachher ein bisschen bunten Pfeffer. Und ich habe noch etwas glatte Petersilie da. Das ist natürlich ein Highlight. An ganz extremen Tagen geht es auch ohne Petersilie, schmeckt trotzdem. So, jetzt fängt der erste Knoblauch an, etwas zu bräunen. Dann kommt jetzt der Moment, an dem ich Wasser zugieße. Das waren jetzt erstmal etwa 300 Milliliter. Ich muss nachher schauen, wie das wird. Da tue ich jetzt auch gleich Chili-Ringe rein. Da müsst ihr selber sehen, wie viel ihr haben wollt. Also wer schärfer mag, ja, dann ein bisschen mehr. Einfach mal probieren, damit die gleich ihren Geschmack schön mit abgeben. Das kocht jetzt schon wieder. Und da kommt jetzt eine Portion, mal ein bisschen wenig, eine Portion Spaghetti rein. Und die bleiben jetzt in der Pfanne, bis das Wasser verkocht ist. Dann sind sie nämlich fertig. In der Zwischenzeit zupfe ich hier die Blättchen ab. Von der Petersilie. Die werde ich gleich noch etwas klein machen. Messer. Also natürlich. Super Qualität und lebenslang Nachschleifservice. Das finde ich genial. Jetzt halt nur das Porto, wenn er die Messer einschickt. Und Heiso schleift die wieder und wer weiß, wie teuer es ist, Kochmesser schleifen zu lassen. Zumindest wenn man es vom Fachmann machen lässt,
der weiß das zu schätzen. Ein Grund, warum ich diese Messer wirklich liebe. Natürlich sind sie gut in der Hand und schneiden auch toll. So, jetzt habe ich schon mal die Stiele von der Petersilie klein geschnitten. Und die tue ich da jetzt gleich mit rein, damit sie ihren Geschmack schön abgeben. Wie gesagt, minimalistisch geht es auch ohne Petersilie. Schmeckt trotzdem gut. Jetzt werden die Nudeln langsam weich. Dann kann man aufpassen, dass die Enden auch gut im Wasser liegen, dass die nicht am Ende hart bleiben, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um meine Petersilienblätter noch klein zu schneiden. Und dabei mache ich das Video mal ein bisschen schneller. Inzwischen ist schon fast das ganze Wasser hier verdampft. Die Nudeln brauchen aber noch ein bisschen. Wird einfach noch mal etwas nachgegossen. Ich stelle mir immer so 500 Milliliter hin. Das reicht im Normalfall, bis die Nudeln dann wirklich weich sind. Im Moment sind sie noch sehr al dente. Das lassen wir hier mal in Ruhe durch weiterköcheln. 12 Minuten später, die normale Garzeit für die Spaghetti ist durch und die Flüssigkeit ist fast verdunstet. Ich habe die 500 Milliliter Wasser gebraucht, also die Faustregel, eine Portion Spaghetti, ungefähr 500 Milliliter Wasser, das klappt schon. Und jetzt mal gucken. Ja, das war's. Es ist nicht schlimm, wenn ein kleiner Rest von dem Nudelwasser hier noch so Blasen schlägt, weil man ja normalerweise, wenn man das so richtig kocht, am Ende von dem Nudelwasser was dazu gibt. Das habt ihr alles hier drin in der Pfanne. Ich merke schon, da gibt es eine schöne Schärfe. Das Ganze geht jetzt auf den Teller. Eine Portion. Schnell zubereitet, kommt jetzt noch ein bisschen frische Petersilie drüber. Und ich sag euch, das Ganze jetzt noch perfekt zu machen. Male ich etwas bunten Pfeffer drüber und hat es noch mehr Wumms. Salz brauchte ich jetzt nicht extra, weil mein Knoblauchöl immer mit sehr viel Salz zubereitet wird. Also wenn ihr Knoblauch und Öl einzeln nehmt, vergesst nicht auch etwas Salz nachher in euer Kochwasser zu tun. Ja? Mein Express Spaghetti Aglio e Olio. Ich liebe es, bin aber hier so ziemlich die Einzige, die es so sehr liebt. Deswegen liebe ich meine Express-Version. Da kann ich mir einen Teller zubereiten, bin schnell fertig und kann ein schönes, frisches Essen genießen, obwohl ich keine Zeit hatte. Weder zum Einkaufen noch zum Kochen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Mutti.